das ist unsere Holocaust-Geschichte. Ich heiße Peter Kennedy. Wir sind Eduard und Edgar, die Enkel. Ich bin 1938 in Budapest geboren. Ich war 6,5 Jahre alt, als wir im Juni 1944 in das internationale Ghetto geführt wurden. Wir waren in einer Wohnung, eine 4-Zimmer-Wohnung, 40 Personen. Die Wohnung war in der Nähe der Donau. Nachts haben wir Schüsse gehört und am nächsten Tag wussten wir, dass die ungarischen Nazis, die Feldkreuzer, die Juden in die Donau geschossen haben. Wir wussten nicht, wann wir drankommen würden. Später wurden wir durch die Stadt geführt in das große Ghetto. Hier waren wir in einem Keller, 700 Menschen eingesperrt. Es gab viele Tote, Hunger, Infektionskrankheiten. Am 18. Januar 1945 haben wir uns die Russen befreit. Vor 10 Jahren habe ich für meine Enkel ein kleines Buch geschrieben über meine Geschichte. Wir müssen die Geschichte unseres Großvaters in unserer eigenen Familie weiterführen, damit nicht nur wir als Enkelkinder, sondern auch unsere Nachkommen wissen, was damals in Budapest im Ghetto geschehen ist. Und noch wichtiger ist, dass die Geschichte in Erinnerung bleibt, damit so eine schreckliche Tat nie wieder geschieht.